Ich grüße dich. Wir machen heute ein fantastisches Bauernbrot und wie du das mit wenigen Handgriffen selbst als Anfänger ganz einfach selbst herstellen kannst, das zeige ich dir jetzt. Dann brauchen wir 350 Gramm Weizenmehl und 150 Gramm Roggenmehl, 10 Gramm Hefe und 240 Gramm warmes Wasser. Dann geben wir die Hefe ins warme Wasser. Wundert euch nicht, dass die so flüssig ist, die war eingefroren. Und wenn sie eingefroren und wieder aufgetaut wird, dann zieht sie einfach ein bisschen Wasser. Das macht der Hefe aber gar nichts. Jetzt verrühren wir das Wasser einfach. Wir rühren so lange, bis die Hefe aufgelöst ist. Und einen kleinen gehäuften Esslöffel an Zucker. Verrühren das Ganze auch hier. Jetzt können wir das Hefewasser einmal stehen lassen für ein paar Minuten und dann geben wir in den Teig ruhig ungefähr 4 Teelöffel an Salz hinein und 100 Gramm Joghurt. Das wird nämlich dann den Teig richtig schön fluffig machen. Und dann kann das Hefewasser dazugegeben werden. So, das schütte ich einfach nur oben drauf. Nehme einen Rührer von eben, bis das Mehl mit dem Wasser ein wenig verbunden ist. Jetzt beginnt die Handarbeit. Und dann wird daraus ein richtig schöner, fester Teig geknetet. Ich bemehle meine Arbeitsfläche. Gebe den Teig darauf und dann knete ich den auf der Arbeitsfläche noch einmal kräftig durch. Ich arbeite immer ganz gerne mit den Händen. Da merke ich nämlich, was für einen Wert ein Lebensmittel hat. Der ganze Prozess, das dauert jetzt ein paar Minuten, bis das. Und wenn der Teig dann soweit schön fest ist, fange ich an, ihn einmal zu falten. Auch noch, dann drehe ich mir eine schöne Kugel, um den Teig auf möglichst viel Spannung zu bekommen. Unten könnt ihr das Röschen sehen. Dann nehme ich mir eine Schüssel, gebe da einen guten Schluck an Olivenöl hinein. Natürlich könnt ihr auch jede andere Öle nehmen. Da geht es letzten Endes nur darum, dass der Teig am Ende nicht allzu sehr an der Schüssel festklebt. Geben den Teig hinein. Und dann kann der Teig für 3 Stunden an einem warmen Ort ruhen. Wir decken den einmal ab. Das darf gerne über der Heizung sein. Weil die Hefe mag es gerne kuschelig warm bei ungefähr 25 bis 30 Grad. So, inzwischen hat der Teig sogar 4 Stunden geruht, nachdem ich im Stau gestanden habe. Aber ihr könnt sehen, wie fantastisch der Teig aufgegangen ist. Wahnsinn, um ein Vielfaches aufgegangen. Ja, der ist wunderbar. So, dann bemehle ich jetzt einmal meine Arbeitsfläche. Und gebe den Teig auf die Arbeitsfläche. Jetzt bemehle ich mir den Teig nochmal von oben. Und jetzt wird er nochmal kräftig durchgeknetet. So, und wenn wir das dann haben, mache ich mir wieder eine schöne Kugel. Zieht also quasi den Teig von außen nach innen und hebt mit dem Teigschaber unten drunter, dass das eine schöne, wunderbare Form bekommt und vor allen Dingen der Teig Spannung bekommt.
habe mir jetzt einen Bräter diesmal fertig gemacht. Bemehle den von innen. Dann packe ich den Teig dort hinein. Und jetzt machen wir uns ein schönes Muster in den Teig. Ich habe mir dafür extra so ein Cuttermesser oder so ein Messerchen gekauft. Weil das Auge isst ja bekanntermaßen mit. Weil das Auge isst ja bekanntermaßen mit. Und nachdem wir das Brot eingeschnitten haben, bestäuben wir das Ganze jetzt nochmal mit ein bisschen Mehl. Dann gibt es nämlich eine richtig schöne, ordentliche Kruste. Und dann kann man sich das Brot gleich doppelt so sehr schmecken lassen. Das Ganze, ihr werdet es euch schon denken können, lassen wir jetzt halt wieder mal ruhen für eine halbe Stunde. Deckel drauf, das war's. Der Teig hat jetzt nochmal 30 Minuten geruht und ihr könnt sehen, wie toll der nochmal aufgegangen ist. Und das kommt jetzt in den nicht vorgeheizten Backofen. So, ihr Lieben, das Brot war jetzt für 55 Minuten im Backofen. Und ihr könnt sehen, wie wahnsinnig toll das geworden ist. Super aufgegangen und mit einer tollen Kruste. Und ich hoffe, es schmeckt auch so. So, jetzt lassen wir das Ganze einmal auskühlen. Und dann schauen wir weiter, wenn wir es aufschneiden können. Super knusprig. Prima. So, jetzt können wir es langsam anschneiden. Das ist richtig schön kross und knusprig. Na, von innen. Kross und knusprig. Genau so muss gutes Brot schmecken und sein. Super. Na dann, ich wünsche euch einen guten Appetit, viel Spaß beim Backen. Frag mich nicht, welches das Beste ist.